Setzen Sie ein. Wozu, wovon, womit, woran und so weiter. Worüber ärgerst du dich? Wovon träumst du? Womit beschäftigst du dich? Wogegen wehrst du dich? Wofür wird es gemacht? Wovor fürchtest du dich? Wozu ist er fähig? Womit spielt sie? Wozu verwendest du es? Woran erinnerst du dich? Wobei sah er dir zu? Wonach roch es? Wovon war er überzeugt? Wozu dient das? Worin besteht der Unterschied? Wofür interessierst du dich? Worum handelt es sich? Woran merkst du es? Worauf legt er Wert? Wofür steht es zur Verfügung? Woran lag es? Worüber stritten Sie? Wofür oder wozu braucht man das? Wovor hast du Angst? Worüber informierst du ihn? Woran denkst du? Worüber denkst du nach? Wovor schützt es? Und wie immer, gebt mir bitte ein Like und teilt das Video. Tschüss, bis bald! Setzen Sie ein. Ich gehe, fliege, fahre und die Präposition. Nach Hause.
zu ihr. Ans Meer oder zum Meer? Nach Dubai. Weg, ich fahre weg. Zu Sarah. Zum oder in den Supermarkt. Auf den Markt. Zum oder in den Park. Zu Tina. Auf die andere Seite. Hinüber, ich gehe hinüber. Dorthin, ich gehe dorthin. Zum See oder an den See. In den Zoo. Ins Bad. Nach oben. Zum Arzt. Raus, ich gehe raus. Nach Paris. Zum Schwimmen. An den Strand. In den dritten Stock. Zum Essen. In die Bibliothek. Ins Café. Nach Indonesien. In den Irak. Danke fürs Zusehen und wie immer, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis bald, ciao! Verben im Konjunktiv 2 Vergangenheit. Wachsen, er wäre gewachsen. Stehen, sie hätte oder wäre gestanden. Sitzen, er wäre oder hätte gesessen. Haben, sie hätte gehabt.
geschlagen. Sie hätte geschlagen. Sein. Sie wäre gewesen. Stoßen. Er hätte gestoßen. Und noch einmal. Wachsen. Er wäre gewachsen. Stehen. Sie hätte oder wäre gestanden. Sitzen. Er wäre oder hätte gesessen. Haben. Sie hätte gehabt. Schlagen. Er hätte geschlagen. Sein. Sie wäre gewesen. Stoßen. Er hätte gestoßen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Dich oder dir, Akkusativ oder Dativ, setzen wir ein. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich kann dir jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich dich etwas fragen? Ich werde dich auf die Party einladen. Ich finde dich langweilig. Ich besuche dich gerne. Gefällt dir dieses Lied? Und noch einmal. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich kann dir jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich dich etwas fragen? Ich werde dich auf die Party einladen. Ich finde dich langweilig. Ich besuche dich gerne. Gefällt dir dieses Lied? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Er. Ihn oder ihm setzen wir ein, Akkusativ oder Dativ. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Ich kann ihm jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich ihn etwas fragen? Ich werde ihn auf die Party einladen. Ich finde ihn langweilig. Ich besuche ihn gerne. Gefällt ihm dieses Lied? Und noch einmal. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Ich kann ihm jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich ihn etwas fragen? Ich werde ihn auf die Party einladen. Ich finde ihn langweilig. Ich besuche ihn gerne.
gefällt ihm dieses Lied. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Sie oder ihr? Setzen wir ein. Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. Ich kann ihr jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich Sie etwas fragen? Ich werde Sie auf die Party einladen. Ich finde Sie langweilig. Ich besuche Sie gerne. Gefällt ihr dieses Lied? Und noch einmal. Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. Ich kann ihr jetzt nicht antworten. Sorry, kann ich Sie etwas fragen? Ich werde Sie auf die Party einladen. Ich finde Sie langweilig. Ich besuche Sie gerne. Gefällt ihr dieses Lied? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. In einem kleinen Dorf am Fuße der Berge lebte ein alter Mann. Er verbrachte seine Tage mit der Pflege seines Gartens und dem Erzählen von Geschichten aus vergangenen Zeiten. Eines Tages stieß er beim Graben in der Erde auf eine alte Schatzkarte. Neugierig machte er sich auf den Weg durch den Wald und überquerte dabei eine alte Brücke, um den vergrabenen Schatz zu finden. Nach vielen Stunden des Suchens gelang es ihm tatsächlich, den Schatz unter einem großen Baum zu entdecken. Mit Freude kehrte er in sein Dorf zurück und teilte seinen Fund mit den Bewohnern. Von diesem Tag an lebte er glücklich und zufrieden mit seinem Schatz, den er dank einer verborgenen Karte, einer alten Brücke, einem Wald und einem Baum gefunden hatte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Wo oder wohin setzen wir ein? Er ist in der Küche.
Wo? Sie geht ins Wohnzimmer. Wohin? Er ist im Esszimmer. Wo? Sie ist im WC. Wo? Er ist im Badezimmer. Wo? Sie geht ins Schlafzimmer. Wohin? Wir sind im Kinderzimmer. Wo? Und noch einmal. Er ist in der Küche. Sie geht ins Wohnzimmer. Er ist im Esszimmer. Sie ist im WC. Er ist im Badezimmer. Sie geht ins Schlafzimmer. Wir sind im Kinderzimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Verben im Perfekt. Kommen, er ist gekommen. Sehen, sie hat gesehen. Geben, er hat gegeben. Holen, sie hat geholt. Sagen, er hat gesagt. Nehmen, sie hat genommen. Tun, er hat getan. Und noch einmal. Kommen, er ist gekommen. Sehen, sie hat gesehen. Geben, er hat gegeben. Holen, sie hat geholt. Sagen, er hat gesagt. Nehmen, sie hat genommen. Tun, er hat getan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Wir setzen ein Präpositionen oder Artikel oder beides. Sie fahren ohne Fahrkarte. Gehen Sie über die Brücke. Und durch den Tunnel.
Sie geht nie ohne ihn, das heißt alleine, shoppen. Er schlägt gegen die Tür. Für dich tue ich alles, meinte sie. Sie durchqueren die Stadt. Und noch einmal. Sie fahren ohne Fahrkarte. Gehen sie über die Brücke und durch den Tunnel. Sie geht nie ohne ihn, das heißt alleine, shoppen. Er schlägt gegen die Tür. Für dich tue ich alles, meinte sie. Sie durchqueren die Stadt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Wo oder wohin setzen wir ein? Er geht an die Tür. Sie joggt in oder um den Park und dann durch den Park. Er fährt mit dem Auto. An die Wand oder gegen die Wand? Bist du für oder gegen diese Entscheidung? Und noch einmal. Er geht an die Tür. Sie joggt in oder um den Park und dann durch den Park. Er fährt mit dem Auto an oder gegen die Wand. Bist du für oder gegen diese Entscheidung? Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ausdrücke mit Präpositionen setzen wir ein. Im Wesentlichen. Einfluss haben auf, Akkusativ. Wieder erwarten. Eine Rolle spielen für Akkusativ oder bei Dativ. Aus diesen Gründen, Plural.
Aus diesem Grund, Singular. Aufgrund heißt wegen, Genitiv. Und noch einmal, im Wesentlichen. Einfluss haben auf, Akkusativ. Wieder erwarten. Eine Rolle spielen für Akkusativ oder bei Dativ. Aus diesen Gründen, Plural. Aus diesem Grund, Singular. Aufgrund, Genitiv, bedeutet wegen, Genitiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Ausdrücke mit Präposition. Setzen wir ein. Unter Umständen. Entsteht durch, Akkusativ, oder entsteht aus, Dativ. Zu tun haben mit, Dativ. Im Alltag. Raten zu, Dativ. Unter Zwang oder, das Gegenteil, ohne Zwang. Aus vollem Halse lachen. Und noch einmal. Unter Umständen. Entstehen durch, Akkusativ. Entstehen aus, Dativ. Zu tun haben mit, Dativ. Im Alltag. Raten zu, Dativ. Unter Zwang oder ohne Zwang. Und aus vollem Halse lachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ausdrücke mit Präpositionen. Setzen wir ein. Im Wesentlichen. Einfluss haben auf. Akkusativ. Wieder erwarten. Eine Rolle spielen für Akkusativ oder bei Dativ. Aus diesen Gründen, Plural. Aus diesem Grund, Singular. Aufgrund heißt wegen, Genitiv. Und noch einmal,
im Wesentlichen Einfluss haben auf Akkusativ, wieder erwarten, eine Rolle spielen für Akkusativ oder bei Dativ. Aus diesen Gründen, Plural. Aus diesem Grund, Singular. Aufgrund, Genitiv, bedeutet wegen, Genitiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Ausdrücke im Präteritum. Setzen wir die Verben ein. Er gab ihr den Auftrag. Maßnahmen werden ergriffen. Präsens. Maßnahmen ergreifen. Gegen sie wird Anklage erhoben. Präsens. Anklage erheben gegen. Sie traten in Streik. In Streik treten. Das führte einfach zu nichts. Zu nichts führen oder führen zu. Sie stellte Forderungen nach. Forderungen nach etwas stellen. Wir setzten sie in Kenntnis, das in Kenntnis setzen. Und noch einmal, er gab ihr den Auftrag. Maßnahmen werden ergriffen. Gegen sie wird Anklage erhoben. Sie traten in Streik. Das führte einfach zu nichts. Sie stellte Forderungen nach. Wir setzten sie in Kenntnis, das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Setzen Sie ein, ich bin oder ich bleibe. Ich bin zu Hause. Bei dir. Am Meer. Oben. Im Keller. In Indien. Im Bad.
Ich bin auf dem Markt. Beim Essen. Auf dem Balkon. Unter der Dusche. Auf dem Spielplatz. Am Fluss. In der Türkei. Ich bin im Bett. Draußen. Auf der Terrasse. Im Regal. Im Café. Beim Bäcker. In der Schule. Ich bin in Japan. Beim Spielen. Beim Friseur. Bei meiner Freundin. Im Zoo. Im Park. In Algerien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Hallo, in diesem Video sind wir in Berlin und wir stellen uns die Frage, wo, woher oder wohin? Auf der linken Seite findet ihr die Fragen und Antworten, auf der rechten Seite die Lösungsmöglichkeiten. Fangen wir an. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Wo leben Sie? Ich lebe in Berlin. Wohin reisen Sie? Ich reise nach Berlin. Ich esse einen Berliner oder Berliner. Im Süden sagt man Krapfen. Und noch einmal. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin.
Wo leben Sie? Ich lebe in Berlin. Wohin reisen Sie? Ich reise nach Berlin. Ich esse einen Berliner oder Berliner. Im Süden sagt man Krapfen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Setzen Sie ein, woher kommt er oder sie? Er oder sie kommt aus Italien. Aus Indien. Aus Kroatien, aus dem Sudan, maskulin, aus Kenia, aus Thailand. Von den Philippinen, das sind Inseln im Plural. Er oder sie kommt aus Griechenland, aus dem Senegal, maskulin. Aus Russland, aus Australien, aus dem Libanon, maskulin, aus der Türkei, feminin. Aus Brasilien, aus Peru, aus Pakistan. Aus der Mongolei, feminin.
Aus Österreich. Aus der Ukraine, feminin. Aus Schweden. Aus Marokko. Er oder sie kommt aus Portugal. Aus Kuba. Aus Angola. Aus dem Irak, maskulin. Aus Deutschland. Aus Äthiopien. Aus Eritrea. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein. Ich gehe oder fahre. Ich gehe zu Alex. Zu ihr. Zum oder nach Essen. Zur Station. Ans oder zum Ende. Zum oder auf den Friedhof. Rein. Ich gehe hinauf. Zu einem Freund. Zu denen. Nicht. Zum Fernseher. Zur oder in die Schule. Zum oder auf den Parkplatz. In den oder zum Supermarkt. An die oder zur Tankstelle. Auf das oder zum Amt.
zur oder in die Arbeitsagentur. Zum oder auf den Marktplatz. Zum oder ins Reisebüro. Nach Lissabon. In den Urlaub. Zur Massage. Zum oder ans Bücherregal. In den dritten Stock. Zum Tanzen. Ins oder zum Kino. Nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu die Wörter Schule, Hause und Klasse. Unten finden wir die Antwortmöglichkeiten. A. In, B. Von, C. Der, D. Zu oder zur, E. Nach und F. Die. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Und noch einmal. Woher kommt er? Er kommt von der Schule nach Hause. Wo ist er? Er lernt in der Schule in der Klasse. Wohin geht er? Er geht von zu Hause zur oder in die Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Pronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ an. Dazu einige Sätze. Fangen wir an. Er sitzt gerne, Nominativ, mit ihr im Garten, Dativ, und spricht mit ihr, Dativ, über ihn, Akkusativ. Sie erzählt ihm, sie Nominativ, ihm Dativ, was ihr gefällt und was sie nervt, ihr Dativ, sie Akkusativ. Ihnen wird nie langweilig, ihnen Dativ. Und noch einmal. Er sitzt gerne, Nominativ, mit ihr im Garten, Dativ, und spricht mit ihr, Dativ, über ihn, Akkusativ. Sie erzählt ihm, sie Nominativ, ihm Dativ, was ihr gefällt und was sie nervt, ihr Dativ, sie Akkusativ. Ihnen wird nie langweilig, ihnen Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben in der Vergangenheit an, im Perfekt. Hier entscheiden wir, ob wir einsetzen A, haben, oder B, sind. Haben verwenden wir bei der Nichtbewegung, sind bei der Bewegung. Die Verben sind zurückkommen, anhören, bleiben, entgegenkommen, liegen, anlügen. Setzen wir ein. Sie sind zurückgekommen. Sie haben es sich angehört. Sie sind geblieben. Sie sind mir entgegengekommen.
sie haben oder sind gelegen. Sie haben mich angelogen. Und noch einmal, sie sind zurückgekommen. Sie haben es sich angehört. Sie sind geblieben. Sie sind mir entgegengekommen. Sie haben oder sind gelegen. Sie haben mich angelogen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Ciao! Setzen Sie ein. Präsenz. Werden. Das ist ein Verb, das wir häufig im Passiv verwenden. Es wird heiß. Sie werden eingeladen. Ich werde überrascht. Das Haus wird umgebaut. Wirst du informiert? Das wird zusammengesetzt. Wir werden abgeholt. Ihr werdet benachrichtigt. Es wird hergestellt. Ich werde enttäuscht. Das Geschäft wird eröffnet. Der Weg wird kaum genutzt. Der Preis wird verlost. In der Nähe wird gebaut.
Es wird oder ist bereits unterschrieben. Vieles wird verbessert. Es wird oft geübt. Das T-Shirt wird gewaschen. Wir werden bedient. Ihr werdet ruhiger. Die Mahlzeit wird zubereitet. Sie wird operiert. Der Dieb wird festgenommen. Die Zeitungen werden gelesen. Die Löhne werden erhöht. Die Straße wird endlich fertig. Wirst du angerufen? Ihr werdet geprüft. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige ganz ähnliche Verben an. Zuerst die Sätze. Sie bestehen, ... Prüfung. Sie schaffen, ... ... gelingt, ... Sie fallen nicht durch, ... durch. Weil sie, ... auf, ... vorbereiten. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. Sie, B. Die, C. Ihnen und D. Sich. Setzen wir ein. Sie bestehen die Prüfung. Die Prüfung, Akkusativ, Feminin, Artikel. Sie schaffen sie, Feminin, Pronomen, Akkusativ. Sie gelingt ihnen, sie, Nominativ, Feminin, Pronomen und ihnen, Dativ, Plural, Pronomen. Sie fallen nicht durch sie, Akkusativ, wegen durch, durch. Weil sie sich, sich, Reflexivpronomen, auf sie vorbereiten. Sie, Akkusativpronomen, Feminin, wegen auf. Und noch einmal der ganze Text. Sie bestehen die Prüfung. Sie schaffen sie. Sie gelingt ihnen. Sie fallen nicht durch sie durch. Weil sie sich auf sie vorbereiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin und einige Orte an. Zuerst die Orte. Oben, mir, Süden, links, dort, Boden und unten. Setzen wir ein. Wo, oben, wohin, nach oben. Wo, bei mir, wohin, zu mir. Wo, im Süden, wohin in den Süden? Wo links, wohin nach links? Wo dort, wohin dorthin? Achtung, hier sagt man nicht nach oder ähnliches. Wo auf dem Boden, wohin auf den Boden? Wo unten, wohin nach unten? Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Links steht wo, rechts wohin. Oben nach oben, bei mir zu dir, im Süden in den Süden, links nach links, dort dorthin, auf dem Boden, unten nach unten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb raten und seine Präfixe genauer an. Zuerst die Sätze. Sie rät, ... davon ab. Sie verrät, ... Sie berät, ... Sie errät, ... Und sie rät, ... dazu. Er gerät in, ... Und noch einmal zur Wiederholung die Verben raten, geraten, erraten, verraten und beraten. Setzen wir ein. Sie rät ihm davon ab. Abraten von plus Dativ. Sie verrät es ihr. Verraten plus Akkusativ und Dativ. Sie berät ihn. Beraten plus Akkusativ. Sie errät es. Erraten plus Akkusativ. Sie rät ihm dazu. Er gerät in sie. Raten zu plus Dativ und geraten in plus Akkusativ. Und noch einmal alle Sätze. Sie rät ihm davon ab. Sie verrät es ihm. Sie berät ihn. Sie errät es. Sie rät ihm dazu,
Er gerät in sie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt eine Wiederholung. Hallo, in diesem Video stellen wir uns die Frage, wo oder wohin? Zuerst sehen wir einige Nomen. Meer, Haus, Bar, noch einmal Bar, Platz, Hof und Balkon. Und jetzt setzen wir die Präpositionen und Artikel ein. Wo am Meer? Wo im Haus? Wo in der Bar? Wo an der Bar, das ist die Theke. Wo auf dem Platz? Wo im Hof? Wo auf dem Balkon? Wohin ans Meer? Wohin ins oder zum Haus? Wohin in die Bar? Wohin an die Theke? Wohin auf den Platz? Wohin in den Hof? Wohin auf den Balkon? Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Am Meer, ans Meer. Im Haus, ins oder zum Haus. In der Bar, in die Bar. An der Bar, an die Bar. Auf dem Platz, auf den Platz. Im Hof, in den Hof. Auf dem Balkon, auf den Balkon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.